Ja, das war deutlich wieder zu sehen, dass nach dem Aufschlag eigentlich der erste Flugball entscheidend ist, wie gut der gespielt wird. Und wenn der richtig platziert wird, wie hier deutlich nochmal zu sehen ist, mit der Vorhand Cross. Und dann deckt man gleich den Longline-Passierball ab, obwohl ein bisschen spät, aber da gelingt doch noch Edberg, den Ball zu übers Netz zu schlagen. Schauen Sie, die Länge bei diesem Rückhandflugball, das ist unmöglich, dass man aus der Ecke da noch den Ball passieren kann. Boris muss immer den Schlag auslaufen, er landet immer in den Seitenplanen. Dieser Flugball landet ihm aus. Aber der erste Aufschlag kam erneut. Und in der kurz vorher eingeblendeten Statistik haben Sie gesehen, liebe Zuschauer, dass die Prozentzahl für Edberg nach wie vor erheblich höher liegt. Sehr schön. Ja, wenn Boris nicht laufen muss. Zweiter Aufschlag, Edberg. No! 40-30 stand es, nicht 30-40. Das war Spielball. Und nach einer 40-0-Führung gewinnt Edberg sein Aufschlagspiel. Knapp, aber er gewinnt es. Ausgezeichnete Bälle von Stefan Edberg. Überrascht war Boris bei diesem tödlichen Rückhand-Longline. Schön gespielt, aber aus. Es tut ihm leid. Ja, zu Recht. Söhne. Ein sehr schöner Vorhand. Passierball, der auch von draußen nach drinnen kam, aber knapp im Auslandete. Zwei Spielbälle für Boris. Thank you.
Der war auch aus. Da ist deutlich zu sehen, dass Boris doch etwas schwerfälliger in diesen Grundlinienduelle läuft. Die müsste er eigentlich versuchen zu vermeiden. Er müsste den Punkt schneller gewinnen. Es ist einfacher, Aufschlagvolley zu spielen, als sich in solchen Grundlinienduelle zu engagieren. Er versucht das jetzt, aber der erste Aufschlag kommt nicht. Beim zweiten wird er wahrscheinlich wieder hinten bleiben. Und macht sogar den Doppelfehler. Er winkt ab, ärgert sich. Das ist natürlich ein Problem, wenn die Kraft bei ihm nachgibt. Dann kann er nicht mehr so hoch abspringen beim Aufschlag. Er bleibt, so wie wir Trainer sagen, er bleibt sitzen, er bleibt unten. Und das war eigentlich der Grund dieses Doppelfehlers. Jetzt streckt er sich wieder voll durch, trifft den Ball viel höher. Und schlägt sein 11. Ass. Noch ein Doppelfehler. Das halbe Dutzend ist nun voll. Ja, jetzt klopft er sich mit dem Schläger auf die Oberschenkel. Das ist echt der Beweis, was ich schon bemerkte, dass die Kraft nachgegeben hat. Denn bei dieser Aufschlagbewegung geht er ja extrem tief in die Knie. Und von da unten muss er sich abstoßen. Und da müssen die Quadriceps doch kräftig mithelfen. Ganz eindeutig zu sehen, dass er sich nicht mehr so abstoßen kann. Oh, das ist natürlich zu weit entfernt, da kann Boris nicht mehr heran. Boris Becker deutlich in Schwierigkeiten jetzt. Breakball für Edberg. Die Beine wollen nicht mehr. Der Kopf muss helfen. Come on, Boris, reiß dich nochmal zusammen. Höher, höher abstoßen. Das war's. Das war ein echtes Aufbäumen. Ein guter Aufschlag, aber trotzdem gefährlich, was danach folgte. Die Situation ist gerettet. Das ist entscheidend. Ja, und der dritte Doppelfehler in diesem Aufschlagspiel. Es ist natürlich schwer, was zu ändern bei dieser Aufschlagbewegung, wenn man sie so automatisiert hat und immer aus dem Sprung den Ball trifft und dabei die Kraft verliert, dann ist der Treffpunkt ein ganz anderer und deswegen kommen diese Doppelfehler. Oh, und jetzt kommt auch noch dieser Vorhandfehler. Totale Verzweiflung bei Boris Becker, der ein Aufschlagspiel verloren hat und Stefan Edberg eine 3:1 Führung in diesem vierten Satz überlassen hat.